Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wo liegt das Glück heute am 21. August 2017? Wen beschenkt Fortuna gerade und in welchem Lebensbereich ist das Glück? Das sind momentan die Stiergeborenen, besonders die Stiergeborenen, die am 27., 28. und 29. April Geburtstags haben. Also die Glücksenergie strahlt die Tierkreiszeichen Stier aus momentan, und das kann ein Vorteil sein bei Jungfraugeborenen und auch bei Steinbockgeborenen. In welchem Lebensbereich liegt das Glück? Das ist die Beruf, die Berufung, die Anerkennung, das Ansehen, aber auch eine Reise. Es kann auch eine unerwartete Ereignis sein, was Glück bringt, natürlich. Wichtig ist die Selbstdarstellung, selbst eigene Ideen umsetzen, Kraft zu zeigen und auch mal durchsetzen im Leben. Das ist wichtig zu beachten. Bei den Tierkreiszeichen Stiergeborenen fließt das alles und sie erleben dieses Glück. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtig, dass sie selbst handeln und Kraft zeigen gerade. Und bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen soll die Lebensfreude da sein, weil das schenkt gerade bei den Steinbockgeborenen die inneren Kraft. Also die Erfolg, auch beruflichen Erfolg, beruflichen Möglichkeiten, eine Reise und eine Überraschung ist unterwegs. Wenn jemand wissen möchte, wo liegt das Glück im Jahr oder in Monaten, wir können das auch in Wochen betrachten. Das kann man alles berechnen und auch bestimmen, in welchen Lebensbereichen liegt das Glück und worauf sollen wir achten, wo liegen die Hindernisse, wo ist die Lernaufgabe, was könnte hindern, dass dieses Glück auch eintrifft. Und wenn das berücksichtigt, dann steht nichts im Wege, sondern wir finden unserem Glück im Leben. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.